freut mich, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ich würde schon fast sagen, mit der Legende, beziehungsweise einer der Legenden im Spiel, dem Typ 59, Type 59, oder wie der Ostdeutsche sagen würde, der Type. Irgendwie sowas. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich persönlich, ist jetzt mein ganz eigenes Ding, ich bin nicht so gut mit ihm. Ich finde ihn einfach nicht so geil, aber ja, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele, die unter euch den nach wie vor grandios gut finden. Wir haben hier die Karte Küste. Wir haben ihn hier als Top-Tier mit als Achter in einem 7er, 6er Gefecht. Also das ist natürlich, egal mit welchem Panzer, immer eine schöne Ausgangsbasis. Und klassischerweise nimmt er jetzt erstmal sich hier die Mitte vor. Beziehungsweise scheint sogar auf den linken Flügel zu fahren. Eine der klassischen Medium-Positionen hier auf dieser Karte. Drüben geht schon ein Jagdtiger auf. So könnte man von hier aus wahrscheinlich, ja, hätte man drauf wirken können. Interessiert ihn aber nicht allzu sehr. Und da hat er schon E25, noch ein E25 unten. Oh, da schießt aber schön aus der Hüfte. Schön mit Auto-Aim hat er den gemacht gehabt. Muss er nur aufpassen, viel Arti im Spiel. So, oh, da hätte es doch fast wirken können. So, und jetzt hier der Sherman. Geht auch sehr spät erst auf. Ja, E25 wählt er hier. Also er hat hier sehr viele Kanonen gegen sich. Aber da ist natürlich eine der Stärken, dass die hier gerne am Helm abprallen, weil er ist nicht so leicht zu durchschlagen und besonders nicht für Panzer mit einer niedrigen Penetration. Oder einen niedrigen Durchschlagswert. Der erste 25 wird hier von der Arti rausgesnappt. Auto-Aim auf den E25. Den nimmt er raus. So, jetzt aber den Sherman, den... Ah, sehr gut. Arti knapp verschossen, da hat er Glück gehabt. So, und Firefly auch mit Auto-Aim. Alter, die Arti schlagen hier ein. Das ist ja Kriegsszenario par excellence. E25 hat er jetzt auch versucht, mit Auto-Aim rauszunehmen. Hätte mich jetzt gewundert, wenn der so geklappt hätte. Aber ja, schade, ich dachte, jetzt fährt er ihn genau vor die Flinte, aber doch nicht. Aber er jagt den jetzt wirklich. Also den E25, den will er wohl, den hat er auf seiner Abschluss-Prioritätenliste ganz weit oben. So, da ist KV-85 plötzlich vor ihm. Der kommt durch. So, zack. In die Wanne. Jetzt kann der KV wohl noch einen Schuss rausbekommen. Müsste eigentlich, aber nee, er kriegt das Rohr nicht runter. Deswegen kann er ihn killen, ohne dass der KV da was macht. Schlecht vom KV gespielt, hätte ihn gar nicht so aus der Sicht lassen dürfen, dass er eben so selber nicht mehr wirken kann. So, jetzt da hinten noch einiges an Gegner offen. Links von ihm steht gerade noch ein IS-6. Vor ihm, ja genau, den würde ich doch auch mal schießen. Trifft er aber nicht. Schade, schade. Muss aufpassen, dass der Tiger nicht wieder zurückkommt. Kriegt er da noch was rein? Tatsächlich. Ein T-34. Kommt das ab. Ah. Wird nochmal ranzoomen. Zoom da nochmal ran. Ja, der hat nur ganz wenig Form vom Helm zu sehen. Sonst auch nicht. 6:7 für den Gegner. Die rechte Seite oder der linke Flügel ist gesamt tot. Also gerade da der IS-6 und alles andere. Wäre natürlich sehr verlockend, auf den Gegner drauf zu fahren. Einfach mit 4 Artis. Aber er macht schon richtig, dass er jetzt zurückfahrt. So. IS-6 auch mit Auto-Aim versucht. Hat aber leider gar nicht geklappt. So, er hält jetzt aber wohl wieder auf den IS-6. Weil er ist die einzige Sicherheitslinie noch zwischen den Artis. Wenn er fällt, sind die Artis auch tot sozusagen. Sehr gut, da hat er ihn ordentlich getroffen. Hat jetzt nur noch Premium-Schüsse im Magazin sozusagen. Nein. Da kommt er nicht runter. Aber er hat jetzt verschossen. Das ist seine Chance,
nochmal einen zu geben. Jetzt wird es langsam wieder eng von der Zeit. Ja, sehr gut. Da hat er genau gerade einfach nochmal so runtergenickt, dass er wirklich auf die untere Platte da schießen konnte. Ja, er wartet jetzt hier ein bisschen Support der Artis, aber ja, ihr Sechs hat jetzt geschossen auf den VK. Das heißt, er kann jetzt rumfahren und ihn auch rausnehmen. Auto-Aim. Und weg ist er. Sehr schön. So, jetzt ist nur noch der Jagdtiger am Leben. Der T-37 und lauter Nom-Nom-Nom-Artis. War hat jetzt hier kurz gewartet. Das hat man gut gesehen, dass er Artis-Safe da steht. Schön mitgedacht auch. Oh, der T-37, der geht jetzt da hinten auf die Arti. Da kommt er wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, um den noch zu killen. Jetzt ist er leider gerade zu weit weg. Komm, gib Gas, gib Gas. Er ist halt einfach auch so für einen klassischen Medium. Er ist nicht langsam, aber er könnte halt für mich so eine gewisse Spur agiler sein. Also bis ein Dritt kommt und sonstiges, da dauert es halt einfach ein Weilchen. So, da ist er jetzt. Jetzt hat er ihn vor der Keule. Zack, den ersten konnte er ihm geben. Nochmal mit Auto-Aim. Und weg ist er. Ja, genau, sehr schön. So, jetzt sind alle weg. Die Artis wurden auch mittlerweile aus dem Spiel rausgenommen. Jetzt lebt nur noch der Jagdtiger. Vielleicht krönt er sich mit der Top Gun. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, ob das Replay 5 oder 6 Kills hat. Deswegen warten wir doch das einfach noch ab. Jetzt muss er erstmal auf jeden Fall hinkommen. Also Support von seinem VK braucht er nicht viel erwarten. Der wird ihm da nicht großartig unterstützen. Also wenn, dann helfen ihm jetzt da die Artis noch. Lustigerweise der Jagdtiger, der erste so gefühlt im Spiel, der aufgegangen ist. Und der letzte, der jetzt noch lebt. Was natürlich schön ist, er kann noch 1, 2, 3 Hits auch aushalten. Also er braucht da jetzt nicht unbedingt ganz ängstlich ihm entgegenfahren. So, da müsste doch irgendwo stehen. Da ist er. Oh, da steht er natürlich. Ah, oh, ist er ja noch voll. Jetzt wäre das Ding, ihn zu ketten. Oh, jetzt kommt er rum. Der Turm hat er jetzt im Arsch. Oh, jetzt schießt er nochmal. Ah, das hat der Jagdtiger jetzt ganz schlecht gemacht, dass er sich da umfahren lässt. Normalerweise hätte er da einfach an der Wand stehen bleiben müssen und hätte ihn nicht umfahren können. Aber so kann er das jetzt. Und jetzt hat er gar keine Chance mehr, der Jagdtiger. Jetzt macht er vielleicht auch noch seinen Krieger. Sofern die ATI jetzt da nicht noch versucht, den Kill zu machen. Aber ich denke mal, sie lassen ihm den doch. Immer mit einem starren Turm an dem Hindernis bleiben. Oh, war der knapp. An dem Hindernis bleiben, dass ihr dementsprechend nicht umfahren werden könnt, weil sonst passiert genau das. Er holt seinen Krieger, macht 6 Kills, 4000, knapp 400 Schaden. Also von dem her alles richtig gemacht. Sehr teamdienlich gespielt, auf die Artis aufgepasst. Sehr gut, sehr clever. Mir hat's gefallen. In dem Fall war der Type wieder eine sehr gute Maschine. Mich persönlich überzeugt es trotzdem noch nicht, dass ich ihn wieder auspacke. Naja, jedem das seine. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Euer Ekaramba.